Herzlich willkommen zurück bei der weiteren Folge Warzockt Transport Fieber mit unseren weiteren Planungen hier. Sieht es schon ganz gut aus. Ich weiß nicht, inwieweit uns dieser Zipfel hier vorne eventuell Schwierigkeiten machen könnte. Das werden wir jetzt rausfinden. Das ist nur ein Berg. Okay. Eine Anhöhe. So, der Plan kostet uns jetzt hier erstmal 136.000. Und dann haben wir für diese kleine kurze Strecke hier die fahrt mal darum. Nehmen wir die wieder weg. So, Waren-Schweringsburg. Will ich hier massenhaft Zeug haben? Und das sind die Ziegelverteiler, die gerade hier in großen Massen reinstürmen. So, Schweringsburg. Treibstoff, Baumaterial. Und Brot sehe ich hier oben auch schon. Also wieso habt ihr Probleme? Es sieht doch alles ganz gut aus. Warte mal, Terminals 3. Nehmen wir mal auf die 2. Euch hier nicht so sehr ins Gehege. Treibstoffverteiler macht gut. Ziegelverteiler ist ein bisschen eingebrochen. Waren Schweringsburg. Der Verteiler. Hier liegt auf jeden Fall schon eine ganze Ecke Warenentsaat. Da wollen natürlich jetzt alle hin. Kann ich verstehen, weil da jetzt auch die Ziegel drüber laufen, da laufen jetzt auch die Brötchen rüber für Schweringsburg. Kann ich verstehen, kriegt er was. So. Riesenpotenzial, aber die kriegen. Knapp oder was? Zu wenig habe, da muss auf jeden Fall auch bald ein Zug drauf. Weil wir könnten noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich
könnten den Takt darüber sitzen und fahren dann erst dorthin. Auf dem Rückweg fahren sie da lang. Damit soll der Brotverteiler nochmal deutlich, deutlich mehr allerdings, weil wir müssen jetzt nicht um Pudding fahren. Jetzt raucht aber der Ziegelverteiler ganz schön ab. Moment, du bekommst aber noch Ziegel, oder? Ihr fahrt aber noch mit Stein los, oder? Angeschlossen hier. Ja. Aber du nicht mehr. Der ist nicht mehr angeschlossen. Sehe ich das richtig? Der muss nach dahin. Okay, Pause. Waren Schweringsburg. Du hier. Schweringsburg Nebengleis. Du hast damit nichts zu tun. Du fährst jetzt von da nach da, bitte. Und der Ziegelverteiler. Fährt jetzt von da nach da. Damit solltet ihr jetzt auch wieder ordentlich vorgehen können. So. Schweringsburg. So, damit fahren diese alle wieder zurück. Und der Verteiler, der Ziegelverteiler sollte damit gleich wieder laufen. Ach so, wir haben da oben noch gar nicht den Bahnhof gebaut. Den sollten wir natürlich so. Nein, 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 keine Verkleinerung bitte. Keine Verkleinerung.
Das wäre jetzt der Super-GAU. Wir brauchen deine Produktion. Und das ganz gewaltig. Und zwar auch mit voller Breitseite. Ja. So, dann kommen wir jetzt Ziegel ins System. Damit sollte sich der Verteiler gleich wieder deutlich erholen. Schnell genug deine Produktion ran. Da war es auch nicht viel, das ist auch in Ordnung. So, du kannst jetzt wieder ordentlich loslegen. Potenzial 3,48. Da kann der hier nur drüber lachen. Würde hier deutlich, deutlich mehr haben. Und das kriegt er auch gleich. Letztes Jahr konnten wir zum ersten Mal die Millionergrenze erreichen. 1,05 Millionen Einnahmen. Das werden wir dieses Jahr definitiv nicht schaffen. Weil dafür ist jetzt gerade viel zu viel abgeraucht. Dorotheenhof könnten wir ja theoretisch von dem Verteil noch ansetzen. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier das ist der richtige. Ein bisschen herankommen hier. Mal gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Na, selbstverständlich mit einer großen Links und natürlich mit dem 120er Gleis kriegen wir es tiefer noch. So, 144.000 für den Streckenabschnitt oder für den Bauabschnitt. Da wird uns der Ziegelverteiler gleich helfen. Weil die kommen jetzt hier oben schon wieder relativ gut an. Ich habe vergessen, mir eine Uhr zu stellen. Warte mal, kann ich mir gucken? Spiel laden. 18.11 Uhr. 31, das heißt,
Ja, wir machen mal 7 Minuten noch roundabout. Ich hoffe, das passt dann ungefähr mit der Folgenlänge. Was habe ich jetzt hier gesagt? 144.000. Das werden wir noch nicht kriegen. Ja, Warenschwerensburg haben sie jetzt es auch geschafft abzurauchen, also ins Minus zu gehen. Verteilerschwerensburg natürlich auch, Ziegelverteiler natürlich auch. Das sind die drei durch den Umbau hier. Das hat gekostet. Das hat richtig gekostet. So, aber du kannst jetzt wieder mitnehmen. Vier Monate noch. In 12 Jahren stehen auch die ersten Aktualisierungen an. So, die 120er Strecke. Haben wir. Die kosten schon weniger. So, jetzt kommt die Stunde dabei. Kriegen wir hier noch ein Kreuz rein. Wenn wir Geld haben, das könnte sogar passen. Bis zu dem Baum. Kostet 64.000. Von dort aus müssen wir dann hier runter, da gehen wir dann hier lang und gehen hier mit der Brücke rüber und gehen dann hier unten schön am links vorbei. Also ich sage mal jetzt von, wir müssen hier dann hier drauf, dann gehen wir hier schön am Fluss entlang und gehen dann mit dem Fluss. Das geht sogar. Einfach hier quer rüber. Einfach oben rüber. Kostet natürlich dann 500.000. Aber zu dem Zeitpunkt dann werden wir diese 500.000 noch locker übrig haben. So, Ziegelverteiler ist wieder bei 26.000. Warenschwerensburg ist auch ganz gut dabei. Passt. Passt.
Gut, Schwerinsburg, wie sieht's aus? Oder Schwerinsburg. Schlecht. Warum kommen eigentlich keine Brötchen hier rum, Mann? Waren. Nee, Moment. Waren schweren doch. Aber der Takt von der wahren Schweringsburg-Linie ist nicht genug, um da was mitzunehmen. Moment. Falsche. Das ist die, die nach da geht. Die müssen mehr mitnehmen. Aber ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, ob man zockt, True Endspot Fever. Ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.